Weil die ist noch nicht abgenutzt. Sag mal genau. Was. Sag mal was. Bitte? Ich bin heute etwas heiser. Auf jeden Fall wurde die Twitch-Party gut angenommen von euch. Das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung gewesen. Meine Lieben, ich werde am Ende nochmal kommen und versuchen, mit meinen Fragen eure Seele zu durchlöchern. Also wow. Leute stellen Fragen, da überlegt mal kurz, bei meinen Fragen sollen die Leute quasi ihre Grundexistenz überdenken, ob sie wirklich existieren. Ich denke mir ein paar aus. Ist schon jemand auf der Bühne verschwunden einfach so, während du eine Frage gestellt hast? Siehst du ihn noch hier? Nee. Sind alle ja, Sven weg. Ist weg. Sven ist nicht mehr da. Sven existiert. Sven habe ich das ganze Wochenende, der war nicht mehr zur Twitch-Party. Sven hat es, glaube ich, ein bisschen Sven hat sich gelöscht, hast du die, ja. Komplett gelöscht. Komplett Account weg. Meine Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei eurem Plankenschnack. Danke. Ich danke jeden Fall gleich einen großen Applaus hier an das Podcast-Team. Wir haben eine entspannte Sitzrunde. Seid ihr da? Einmal Hände zusammen machen, so. Das ist immer großartig, wenn klasse. Man die Menge fragt klasse. Und dann... Ja, die müssen ja, das ist ja, man muss ja erstmal... Schalke! Man muss ja einmal darüber gehen. So, meine Freunde, ich werde jetzt stage-diven. Fangt ihr mich auf? Klasse. So, super. Alles klar, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ja, bis gleich. Bis später. Moinsen, zum Plankenschnack 33 mit Herrn Slapsticker, Sali und Stay. Hi. Hallo Stay. Mir geht's gut, danke. Müssen wir über dich irgendwas erzählen? Eigentlich nicht, oder? Möchtest du mich mal vorstellen? Du? Ob ich dich vorstelle? Nee, dich. Du dich. Ich war hier schon. Ich bin, ich mache Blödsinn im Internet. Das ist mein Job. Was? Ich habe das vorhin den Leuten auch da vorne erzählt. Die haben gefragt, Mensch, was machst du eigentlich? Ich sage, ja, ich mache Dinge im Internet. Lass uns über was anderes reden. Lass uns was anderes reden. Wie machst du das? Ja, ist klar. Das ist mein Job. Also ich mache das hier. Okay. Hauptberuflich. Hier sitzen? Blödsinn. Okay. Aber ihr zwei, ihr könnt euch auf jeden Fall mal vorstellen. Ihr wart diese Woche noch gar nicht da. Und ich würde einfach der Dame das Wort geben. Oh, das wird gut jetzt. Erzähl doch mal kurz den Leuten da draußen, wer du überhaupt bist. Ja, hi, ich bin Salista Belladonna und höre mich normalerweise nicht an wie ein Cowboy, der in den tiefen Westen reinreitet. Ich streame auf Twitch und bin Achievement Hunterin. Und das ist das erste Mal, dass ich allgemein als Twitch-Streamerin, als Partnerin auf so einer Messe bin. Das ist schon was Besonderes. Das sind sehr, sehr viele Eindrücke und es ist, ja, geil. Tolle Sache. Hat sich die Anreise gelohnt? Ja, die Anreise hat sich gelohnt. Wir sind von Zürich aus hierher gefahren, 6,5 Stunden. Das wird ja immer mehr. Den Schnee und den Sturm, 6,5. Hey, Freitag hat Stefan gesagt, das waren 6. Jetzt kommst du mit 6,5. Und morgen sind 7 oder was? Sicher. Ach so, na, das ist gut. Ja. Ja, jeden Tag eine halbe immer Stunde drauf. Immer oben drauf. Sicher, muss ja klingen. Ja, nee, wir sind gut durchgekommen und fahren dann heute Abend auch wieder zurück. Schön. Achievement Hunterin. Naja. Sag doch mal für die Leute, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Wie du da sitzt. Wie ich da sitze? Bezählst du gerade Sali oder was? Sie ist verheiratet. Na und? Oh. Ich spiele auf 100%. Also ich versuche, alle möglichen Errungenschaften, die es gibt, zu holen in Titeln wie Dark Souls, Witcher 3 und Fallout. Dark Souls 3? Ja, ich bin bei 50%. Da bin ich ja weiter. Vielleicht nenne ich mich demnächst auch Achievement Hunter. Oh, es geht wieder los. Was machst du denn der so? Lied so, ich leg das dann ab. Erzähl du mal, was du so machst auf Twitch. Mein Name ist Slapsick. Guten Tag. Ich streame seit 2,5 Jahren. Wie ihr ja wisst. Na naja, gut, minus das die 2 Jahre, wo du nichts gemacht hast. Genau, minus die 2 Jahre, wo ich rumgepimmelt habe. Und genau. Rumpimmeln ist ein Wort, das müssen wir zurückbringen. Ja, das ist definitiv ein Wort, das finde ich auch. Das machen wir groß. Das ist, oh Gott, komm, das war schon groß, aber ich finde, man soll es zurückholen, wie Buffalos. Nee, Buffalos finde ich gar nicht. Ja, diese Hochhäuser unter den Füßen. Finde nicht. Ich hatte damals jemanden. Divi, du hast doch solche Schuhe. Ja, ja, so eine Dinger, die hatte die nur gestern, nicht heute. Nee, heute auch. Ja, sie ist aber auch klein. Ja, aber vollkommen okay. Aber ich finde, Buffalos sollten zurückkommen. Aber das sind doch keine Buffys. Buffys sind doch diese durchgehenden gewesen, ja, genau. Dass du aussiehst wie auf Schlauchbooten. Ja. Ich hatte vielleicht mal die kleine Buffy. Es kann sein, dass sich das bei dir auch gelohnt hat, wenn ich neben dir stehe, kriege ich immer so, ja, Buffalos wären jetzt nicht schlecht. Du siehst mich doch nie. Ja, ich habe auch so eine, hier hört das halt auf. Und alles, was unter meinem Kinn ist, kann ich nicht mehr wahrnehmen. Das ist so, periphere Sicht ist nicht mein Vorteil. Verstehe ich fliege immer unterm Radar. Ja. Und wenn du neben mir riechst, dann denke ich, ich habe in irgendeiner 90er nochmal angefangen. Hallo? Oh, was? Hallo? Scheiße, mein Handy läuft.
Oh Gott, das kann, die Rechnung nächste Woche. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. Oh. Aber so, ja, könnt ihr mal bitte mich nicht unterbrechen, während ich mich hier... Entschuldigung, Herr Leech King. Also, Entschuldigung. Bisschen mehr Respekt, bitte. Ja. Nee, ich habe 2 Jahre rumgepimmelt, genau, und seit Juni bin ich dann doch ein bisschen regelmäßiger am Stream und seitdem klappt das ganz gut. Du bist auch Twitch-Partner, ne? Ich bin Twitch-Partner, man glaubt es gar nicht, ja. Letztes Jahr hast du, glaube ich, im Plankenschnack noch geweint, dass du nicht auf eine Party durftest, oder? Ja, richtig. Aber dann lass uns doch gleich mal dazu kommen. Wie war die denn für dich so als erstes Mal? Also wie man ja an Sally hört, sie war spitzenmäßig, auf jeden Fall. Ja? Ja. Habe ich genossen. War gut? War sehr gut. Hast du ein bisschen getanzt? Sehr, sehr viel sogar. Ja? Als Einzigster habe ich das Gefühl. Aber ich möchte kurz mal eine Frage stellen. Wart ihr schon lange nicht mehr feiern? Also richtig draußen in der realen Welt? Also ich rede nicht von Internet jetzt, ne? Also bei WoW irgendwie so eine Raid-Party, whoop, whoop oder so. Silvester. Das Thema hatten wir. Echt? Silvester habe ich gestreamt. Neuer. Hast du einen neuer Plankenschnack verpasst? Da trinke ich doch nicht. Ey, wir waren das letzte Mal feiern. Ich bin mit meinem Mann hier. Auf unserer Hochzeit haben wir das letzte Mal so gefeiert, vor 5 Jahren. Da gab es ja noch Dinosaurier, oder? Ja. Okay. So kurz vor der Eisschmelze. Hyper. Das war noch der Einlaufsong damals. Nee, es war super. Auf Buffalos. Bitte? Auf Buffalos. Auf Buffalos. Eingelaufen zu Scooter, Hyper, okay. Aber die Frage, die ich euch eigentlich stellen wollte, du warst ja auch lange nicht weg, oder? Das letzte Mal war ich auf der Gamescom weg. Okay. Oder nee, das stimmt nicht. Ich hatte letztens so ein, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber als ich angefangen zu streamen, also als ich damit angefangen habe, hatte ich sehr wenig, sagen wir mal, Real Life. Und dann habe ich vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen habe ich einen alten Freund angerufen und gesagt, sag mal, wir haben uns jetzt seit 3 Jahren nicht gesehen, lass mal gucken. Und da war ich auch weg. Richtig? Da war ich richtig weg. Also aber kurz nur, aber ganz kurz nur. Halbe Stunde. Habe ich so ein bisschen an die Luft kurz reingerochen und dann, nee. Ist okay. Man muss ja langsam rantasten, aber ansonsten immer nur zu den Twitch-Partys. Aber das zählt ja irgendwie nicht, weil das sind alles Leute, die genau das gleiche Problem haben wie wir. Ja. So, was ist das? Menschen reden. Hä? Und dann redet man trotzdem über Computerspiele. Ja. Ey, was für eine Bitrate hast du eigentlich? Ja. Ey, mit welchem Prozessor streamst du? Das sind übrigens die ganzen Themen, die wir auf den Twitch. Ja. Auf den Twitch. Ey, was für Bitrate? Wie viel Bitrate? Wer hat die größte Bitrate? Und wie viel Bio hast du? Mit Vornamen vorstellen ist er auch nicht. Nee. Das ist nur Nickname. Also hier stellt man sich nur mit Nickname vor. Obwohl ich sag immer meinen Vornamen, weil Hand zu geben und Slapstick zu sagen, klingt immer ein bisschen komisch. Wieso, deswegen. Das passt doch. Vielleicht musst du was anderes geben, wenn du verstehst. Ja, wenn die jetzt nicht wissen, dass das mein Name ist, wundern die sich, was will der von mir? Wie Slapstick. Aber vielleicht wäre die Quote für den Erfolg am Abend besser. Ja, schon mal drüber nachgedacht? Vielleicht. Aber dann muss ich noch Slapsticker auf Twitter sagen. Und Hast du eigentlich eine Visitenkarte? Nee. Warum nicht? Das würde sich doch lohnen in deinem Image gerade. Sollten wir das vielleicht aufklären? Also, einige Leute wissen das nicht, aber wir nennen Slappy sehr gerne Leech King, weil er halt gerne am Leechen ist. Er ist halt immer mit den, ich nenne es mal, etwas anderen Streamern unterwegs. Ja. Und ich nenne das sich sozusagen an den Lianen hoch. Deswegen nennen wir das so Leechen, ja? Ich nenne das Freunde finden und Real Life noch so neben dem Stream machen. Netzwerken. Sag doch Netzwerken. Netzwerken, ja. Networking? Ja, Networking. Networking, ja. Ja, aber das ist so ein harter Begriff irgendwie, finde ich. Findest du, ja? Nein. So Bekanntschaften machen, Freunde finden, sich auch neben dem Stream miteinander unterhalten und so. Wann denn? Wie wann denn? Ich hänge regelmäßig zum Beispiel mit dem Dan, mit dem Kaffeekind im TS ab und wir quatschen über Gott und die Welt. Echt? Ja, sicher. Das liegt daran, dass er, weil wie viele Stunden streamst du immer? 6. 6, ja, da hat man auch Zeit. Nein, aber wo wir von Freunde sprechen, da ihr beide ja relativ jung also dabei seid, jung im Sinne von, nein, Sally, du bist auch jung im realen Leben. Ich habe mir vorgestellt, wie du die Brücke jetzt zu mir schlägst. Da ihr jung seid und er... Nein, also jung im Sinne von Messen und sowas und Treffen. Habt ihr viele Leute kennengelernt? Ja. Also jetzt auch, egal welche, egal, in welcher Art. Weiß ich, ob Zuschauer, ob Streamer, ob Firmen, also es ist mehr als wie ich gedacht hätte. Bin hierher gekommen mit gar keinen Erwartungen und es ist unglaublich herzlich. Also das ist richtig schön. Und es ist entspannt. Ja? Also die Atmosphäre hier, unglaublich entspannt. Ja, das stimmt. Ich an Salis Stimme höre ich schon, dass das ein sehr entspanntes Wochenende war. Definitiv. Habe ich definitiv gehört, das höre ich raus. Ole, ole, ole. Gerade noch die Tabletten reingefahren, damit sie überhaupt was reden kann. Das war super entspannt. Das Wochenende, Mann. Ich habe noch nie so relaxed. Nie, kein Wort gesprochen.
Das Hotelzimmer, die 4 Stunden in der Nacht. Oh Mann, das war super. 2 Stunden Schlaf. Aber das scheint ein Darmproblem zu sein hier auf der Bühne. Ich hatte schon am ersten Tag, hatte ich schon. Ja. Ich hatte Full Equip von dir gekriegt. Ja. Tab, alles. Von der Frau, Entschuldigung. Aber du warst ja, du bist ja dabei. Ja. Ja, du bist ja mitverantwortlich. Sicher. Und darum war ich nach dem ersten Tag, weil ich so viel geredet habe, schon, boah. Und jetzt sage ich einfach nichts mehr, jetzt mach du. Du als alter Hase, ich meine, du hast von uns am meisten Erfahrung hier, was das angeht. Wie ist das für dich? Triffst du auch immer noch neue Leute? Lernst du immer noch wen kennen? Bist du da noch richtig drin? Ich treffe jedes Mal neue Leute, weil ich die vom letzten Mal vergesse. Ist das wirklich so? Nee, das klingt jetzt total abgehoben, aber vorhin habe ich jemanden getroffen. Ey, wir haben uns doch letztes Jahr gesehen. Ah, ja, klar. Und dann haben wir über Server geredet und so. Und das passiert halt. Aber ich treffe natürlich immer noch Leute. Klar, du triffst doch nicht einfach alle Leute beim ersten Mal. Nee, das nicht. Ja. Aber du bist ja, ich meine, wie vielte ist das jetzt? Also Messe an sich? Oh, die 5. oder so. Also das ist jetzt auch nicht viel. Wenn man Gamescom, DreamHack und so, 5. oder 6. oder so. Ja. In Deutschland ist das ja immer ein bisschen schwierig. Ich hätte gerne mehr Events, damit ich sagen könnte 15 oder 25, das wäre geiler. Weil ich finde, das ist noch ein bisschen schade, dass man so wenig... Das, was wir hier machen, ist ja was sehr Geiles. Also, ihr seht das sicherlich eh nicht. Ihr habt ja diesen... Nee. Also... Natürlich. Wir auch wieder ja. Was ist denn jetzt? Du bist hier nicht Moderator heute. Ja, es tut mir leid, das ist ganz ungewohnt. Aber es ist wirklich angenehm, oder? Wenn man mal nichts sagen muss? Das findest du angenehm, wenn ich nicht rede. Durchaus, aber wir beide... Aber wir können uns ja durchaus auch mal ins Wort fahren. Ja, wir sind ja, wir haben ja Historie. Das wisst ihr gar nicht, aber wir haben wirklich Historie. Eine sehr lange Historie. Das beinhaltet lang. Aber sehr lang. Ich wünschte, es wären mehr Messen, weil man erst dann merkt, dass die deutsche Twitch-Szene halt sehr, sehr zueinander nah ist. Also es ist wirklich nah. Ja. Also du findest hier von Trimax, der gigantische Mega-Viewer-Pult, bis zu Slabby, der hier und da mal rumleatscht. Aber du findest halt alles. Du findest halt alles. Ja, du hast halt alles so. Und du kannst mit jedem quatschen und man tauscht sich aus und man plant Projekte. Und das ist das Interessanteste. Das wird halt für die Leute da draußen dann immer am geilsten im Nachhinein, wenn die Leute, die sich auf den Messen getroffen haben, die vorher nie was miteinander zu tun hatten, die dann zusammen was machen. Auf einmal. Bam. Und du siehst auf, hey, die hattet gar nichts damit zu tun und so. Und vielleicht passiert dann da was. Und das wird, die nächste Zeit wird interessant. Auch bei mir wird es sehr interessant. Wie ist das bei euch? Habt ihr? Ich finde das super spannend, einfach mal mit Leuten Kontakt zu haben, die man ansonsten nur über den Stream kennt. Das ist einfach ganz anders und es ist viele, wo ich auch gedacht habe, so, ja, mal gucken. Ne? Und dann, ja, ne? Und jetzt, man unterhält sich und denkt sich so, boah, der ist ja voll Schnieke. Hätte ich gar nicht gedacht. Danke. Was? Danke. Ja, es hat lange gedauert. Okay. Ja, aber jetzt, ich habe mir extra ein Hemd angezogen. Aber ich finde dich jetzt echt Schnieke. Sogar gebügelt. An alle da draußen, die gesagt haben, letztes Mal war es nicht gebügelt. Das ist gebügelt. Das ist eine Lüge. Natürlich. Ich habe vorhin mal angespannt und dann war es gebügelt. So. Ja, draufsetzen hilft auch. Alles nee, klar. Es ist toll, so viele Leute persönlich kennenzulernen. Es ist einfach doch was ganz, ganz anderes, als jeden Tag im Chat mit denen zu sprechen oder im Teamspeak. Es ist toll. Würde ich mir auch öfter wünschen. Und man merkt auch so, die größten Trolle, wenn man die mal so persönlich trifft, die sind plötzlich handzahm. So, ne? So, das habe ich auch. Immer. Also, ein paar Leute habe ich hier kennengelernt, handgeschüttelt, die waren plötzlich super lieb, obwohl ich die aus dem Chat kenne. 420. Ja, das ist halt so, genau. So ein Internet-Ding. Aber danach sind sie, glaube ich, auch zahm dann. Ja? Ja. Na, also. Hoffentlich. Ja. Ich geh ganz stark davon aus. Ja. Habt ihr, wenn ich einfach so fragen darf, habt ihr mit Leuten euch was vorgenommen? In jetzt gerade, na, wenn du jetzt sagst, Dizzy, wollen wir Plankenschnack 2.0 machen, sowas. Hast du mit irgendwem anders jetzt so mal ein bisschen was angebändelt? Ein paar Sachen, ja. 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 Auch? Ja, sind noch unter NDA, aber da kommen noch schon ein paar einige Sachen. Okay, hast du auch unterschrieben, ja? Darfst nicht vergessen. Ja, klar. Okay, gut. Sehr gut. Aber wisst ihr, was ich gerne einführen möchte in der deutschen Twitch-Community? Hug it out. Jeden Tag einmal umarmen. Ich liebe das. Das hat ja Ersin auch gemacht. Das hat ja aber ganz komisch funktioniert bei Ersin. Das war nicht so gut. Also ich fand... Oh. Nee, die haben eine Regel. Ja, die haben eine Regel. Die müssen sich einmal am Tag umarmen. Das ist so im Kult. Das klickt dann halt einfach. Ja, aber hier ist das irgendwie so herzlich. Weißt du, wie ich meine? Hier ist es ehrlich. Ja. Ich kann unlogischer. Ich kann mich so an schöne Stunden mit Dave erinnern von Moondai. Mann, habe ich den umarmt. Und diese Bartgeräusche, als sie aufeinander kamen, und es war so, das war ein epischer Klang. That escalated quickly. Ja. Oder bei dir, ich muss ja immer so halb hochspringen und
Ja, Simon, das Abenteuer. Auch, das ist abenteuerlich. Ja. Was ich mich frage, bevor wir jetzt zum nächsten Thema wechseln. Ja. Ihr habt doch gerade gesagt, ihr seid jetzt seit 5 Jahren oder du bist seit 5 Jahren auf so Messen auch unterwegs. 4 ungefähr. Oder 4. Gab bestimmt auch schon lange irgendwie Twitch-Booths und Areas und so. Merkst du, hast du in den 4 Jahren gemerkt, dass es wirklich mehr geworden ist oder verschwinden wieder alte Leute und kommen neue dazu? Wie ist das? Das ist ein stetiger Wechsel. Also es gibt immer die Konstanten, also die Stammstreamer, die immer da sind, ja, die man jedes Jahr sieht, aber durch die Tatsache, dass ja so viel neu verpartnert wird und Twitch wächst, und das ist ja allgemein so, dann kommt man immer neue. Aber das ist ja cool. Also das ist nicht so, also Twitch an sich werden die Booths ja auch immer größer, und mit den größeren Booths kommen mehr Leute, mit der Aufmerksamkeit kommen dann mehr Leute, also Leute, die treffen wollen und so, aber es sind immer neue. Okay. Also ich würde nicht sagen, dass dann, also es gibt einen Kern, der harte Kern, ja, die Stammtisch-Streamer. Ja. Die dann vorbeikommen, aber sonst immer neue. Ja, dieses Mal auch. Wie habt ihr Twitch im Allgemeinen jetzt, wenn wir sowieso schon da sind, aufgenommen? Ich liebe Twitch, ole, ole, ole! Das hast du Kappa Ultra, und darum hörst du es so, oder was? Ich bin so verliebt in diese Plattform, seitdem ich diese 3 Tage, es ist einfach, ich liebe Twitch. Es ist so. Es ist einfach toll. Es wird sich wahnsinnig um einen gekümmert. Man lernt die ganzen anderen Streamer kennen. Das ist einfach, ich liebe es. Gute PR. Das war super. Ja. Schön, dass wir dich eingeladen haben heute. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es. Hat Simon dir noch kurz vorher gesagt, du sollst das sagen? Nee? Ja? Hat Simon was gesagt vorher? Nee. Okay. Nicht viel. Nicht viel. Okay, gut. Nee. Wie ist es bei dir? Ja. Habe ich ja schon letztes Mal gesagt, ne? Ich bin froh, die richtige Plattform gewählt zu haben. Mit dem Stream. Ja, denn das wird ja aufgekauft. Ja. Wie wenn ihr euch jetzt so für eine Sache entscheiden müsstet, was war dieses Wochenende das Schönste, was ihr erlebt habt? Die Party. Ja? Also, klar, es war natürlich geil, die ganzen Leute zu treffen, die auch auf der Party waren und auch die nicht auf der Party waren, aber da hat man, muss ich sagen, ich will jetzt nicht zu viel darüber quatschen, weil was auf der Party passiert, bleibt auf der Party. Das ist richtig. Es waren keine Tiger auf Toilette. Aber ich muss sagen, die Leute, die organisiert haben, die haben sich schon ordentlich ins Zeug gelegt und den Leuten mal, die sich von ihrem Platz am Tisch wegreißen konnten und hier hingekommen sind, das Gefühl gegeben, so zumindest für 2-3 Stunden was Besonderes zu sein. Ja. Schön gesagt. Ja, die Party war schon der Hammer. Ach was. Ja. Es gab wohl doch Tiger. Ich war so 1-2 Momente war ich da. Die Party war toll, aber ich muss auch sagen, für mich war es halt das allererste Mal, ich streame seit 2 Jahren. Ich bin jetzt seit über 10 Monaten Partnerin und für mich war es das erste Mal, Kontakt zu zur Außenwelt. Ja, die auch. Okay. Ja, ich lebe ja auch in der Schweiz. Ich meine, das ist schon, da ist man schon sehr weit weg vom Schuss von allem. Wenn sich da und da mal einer trifft, so, ja, gehen wir mal zusammen essen. Irgendwo in Nordrhein-Westfalen sitzt du halt so da, so, ja, okay, ich mach mal ein bisschen Raclette. Fütter die Katzen. Es war echt was Besonderes, Zuschauer zu treffen, Community zu treffen. Und da waren viele genauso aufgeregt wie ich. Das möchte ich jetzt gar nicht, das würde ich gleichstellen mit der Party. Also es war halt für mich das erste Mal in vieler, vieler Hinsicht und es war perfekte 3 Tage. Hast du ein Highlight? Ich muss sagen, erstmal ja, das würde ich, aber das ist für mich ja jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn man auf diese Messen geht, dann hat man immer dieses, Leute treffen, bam, bam, bam. Aber dieses Jahr war es für mich einfach diesen Mobile Streaming. Also für mich war es Mobile Streaming, weil ich hatte dieses Mal keine Streaming-Platz oder so und ich habe auch letztes Mal nicht gestreamt, aber diesmal habe ich gesagt, hey, ich nehme mein Handy und wir gucken mal, wie das läuft, weil ich so einen unbegrenzten LTE-Zugangs-Volumen-Kram habe und habe einfach meinen Stream angemacht über Handy und bin durch die Gegend gelaufen und ich kann sogar am Samstag, als hier ziemlich voll war, bin ich über die ganze Messe geheizt und hatte keine Probleme und konnte das streamen und das war für mich als technologischer Fanboy sehr überraschend. Ich fand es auch sehr cool. Ich muss sagen, einfach mal von der Seite zu der Seite rüber zu gehen und die Leute mitzunehmen und zu zeigen, wie das hier ist, wenn die selber nicht hier sein können, das ist geil. Das hatte nichts wirklich mit der Messe zu tun, sondern einfach, dass es funktioniert hat. Das war für mich so, wow, krass, mindblown. Das war geil. Das war für mich jedes Mal, wenn ich mein Handy angemacht habe und den Stream lief und die Leute,
Das war Hype, das war geil. Das mit welcher App hast du das gemacht? Bitstream, das ist von, es gibt ja bald die Twitch-Beta, also die arbeiten unter Hochdruck daran, ja, die kompetenten Engineers von Twitch, die arbeiten unter Hochdruck daran, dass es die eigene App logischerweise dann schafft. Aktuell gibt es mehrere Plattformen, die das anbieten. Ich nutze Bitstream, es gibt aber auch iOS-Apps und was weiß ich. Ja. Es gibt aktuell da ein bisschen was zum Aussuchen und das läuft perfekt. Also jetzt nicht über WLAN, weil WLAN ist immer so eine Sache, aber LTE feuerfrei. Kostet ein bisschen, aber feuerfrei. Ja, läuft. Oh, ich freue mich schon auf meine Roaming-Gebühren. Ja, oh, das stimmt, du hast ja, oh, Leute. Schweiz. Schweiz, letztlich. Ja, die sind bestimmt günstig in der Schweiz. Oh, oder? Ja. Aber, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss ja meiner Figur gerecht werden. Ich fand den Kuchen geil. Ich habe keinen Kuchen probiert, ich habe nur die Brezel gemacht. Echt nicht? Was? Entschuldigung. Du hast nicht einen Tag Kuchen probiert. Ich habe keinen Kuchen probiert. Ich finde allgemein, die Versorgung ist sensationell. Ja. Also ob Kuchen, ob Obst, ob Snickers, ob Getränke, nonstop, das ist... Kauft Snickers. Oh, Entschuldigung. Und Mars. Und Mars, ja. Das Konkurrenzprodukt. Ach nee, das ist ja alles eine Suppe, glaube ich. Ne? Ohne Nüsse. Ja, Schokoriegel und so. Also es ist echt toll. Man ist ich, gut weiß, versorgt. Ich weiß auch nicht, warum sie das tun, aber ich bin da ganz ehrlich, bin ich sehr dankbar dafür, dass Twitch das macht. Ganz ehrlich, also man fühlt sich hier wie im Himmel, wenn man hier reinkommt. Ah, das heilige Land in Purple. Okay, und dann hast du so ein schönes Wochenende. Aber lasst uns mal über die DreamHack reden, so im Allgemeinen. Ja. Ich meine, ihr seid Freitag schon gekommen? Ja. Wie habt Donnerstag. Ihr Wochen- Donnerstag schon. Mhm. Ah ja, stimmt, wir haben uns ja Donnerstag auch schon gesehen. Mhm. Sind eure Erwartungen oder, sind eure Erwartungen... Gerecht, also... Erfüllt? Es ist erfüllt, dankeschön, das wurde nicht gesucht. Es ist alles so geworden, wie ihr gedacht habt? Ist die DreamHack schön? Also meine Erwartungen, weil ich noch nie auf der DreamHack war, ging eher so in die Richtung von dem, was ich kannte natürlich. Das war die Gamescom und die ist natürlich komplett anders. Mhm. Das war jetzt so der Unterschied, aber nicht im Negativen, sondern ich fand es ehrlich gesagt sogar besser, dass es hier eher gechillt ist. Also Freitag und heute ist ja hier vor allem vor der Bühne relativ leer. So, heute ist es, glaube ich, eher so im Counter-Strike-Bereich, ist, ja. Genau, viel los. Fand ich extrem gut. Gestern war ein bisschen mehr los, aber bei weitem noch nicht so Ausmaße von der Gamescom. Und ehrlich gesagt, ich fand es sogar besser, weil du bist am Freitag hier reingekommen und alle 5 Meter hast du irgendwen getroffen, Streamer, Chatter, wen auch immer, konntest dich direkt mit denen unterhalten. War schon ganz cool. So auf der Gamescom, da läufst du dann halt an den Gronkh-Fans vorbei und bis du dann irgendwo bist, ist halt, kannst du schon wieder dich auf den Rückweg machen. Ja. Und das ist hier eigentlich schon echt cool. Ich finde die Stimmung hier mega. Ne? Da drüben beim CSGO-Turnier, das ist... Man hört es gerade. Ja, man hört es gerade ein bisschen. Ne? Das ist Action. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, CSGO ist jetzt etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Interessiert mich auch nicht als Stream, aber da ist eine Stimmung und ein Mitreißen und es ist so spannend gemacht, dass wir jetzt eigentlich die ganze Zeit da hinten sitzen und mit oder an die Tribüne gehen, das macht schon Spaß, ne? Also es ist sehr mitreißend. Solltest du heute aber lieber nicht machen. Ole, bitte. Ah. Gehupfige Sprung, das wird jetzt auch nicht mehr schlimmer oder besser. Wolltest du morgen eigentlich schon wieder streamen dann? Aha. Hast du den Kapperschal gekauft? Ich mache Zeichensprache. Ach so, kannst du ja stricken. Oder Häkeln. Häkeln, Entschuldigung. Nein, Häkeln ist nicht gut, weil dann muss ich reden. Ach so. Ich suche mir irgendein sehr storylastiges Game raus. Machst du schwarz-weiß und machst wie einen Stummfilm oder so und dann schreibst du halt immer so ein Bild. Oh, das wäre doch mal schön. Ja, sicher. Oder setz dich einfach vor einen Greenscreen, machst einen Kamin an, setzt einen Weihnachtspullover rein und trinkst eine Schokolade, zwei ich Stunden nicht gefeiert, reden. Ich hab dich gefeiert, ne? Ich hab dich gefeiert. Das war doch nur geleached, oder nicht? Ja, aber es war gut. Das war geklaut. Ja. Aber es war gut geklaut. Ja, das stimmt. Dein Feuer hat einfach, es war intensiver. Es war auch so prickelnd, man hat es auch gehört. Richtig, ja, das knistert war geil. Du hast einem auch nicht die Überladung gegeben. Du hast genau so, jetzt ist genug. Und dann genau, ich habe eine Menge Nachrichten danach gekriegt, dass Leute gesagt haben, ich war noch nie so gut, ich bin noch nie so gut eingeschlafen. Das war dein bester Stream. Ich habe kein Wort gesagt. Bringst du das jetzt als VHS auch raus? Ja, das auf Super RTL laufen doch immer diese Kaminvideos. Ja, das wird da laufen, ja. Da ist schon der Deal ist schon raus, jetzt habe ich geleakt. Was gibt's als nächstes bei Stay? Die VHS für Super RTL, damit das Feuer da läuft. Kann man denn auch die Kassettenrekorder dazu kaufen? Gibt's noch Leute, die hat irgendjemand von euch noch VHS zu Hause? Irgendwo im Keller wahrscheinlich. Wahrscheinlich, aber. Wohnst du nicht im Keller? Ja. Ach so. Nur noch kurz zum Erkundigen, ne? Okay, alles klar. Aber um die Kurve zu kriegen, was war für dich das Highlight?
dieses Jahr. Also auf der DreamHack generell. Da du von Erwartungen gesprochen hast und ich auch mal was Kritisches sagen will, weil ich ganz am Anfang, wir hatten ja Source und du warst ja auch dabei. Richtig. Und wir haben ganz am Anfang gesagt, ja, lass uns am Ende mal ein Fazit ziehen und so. Ja. Ich mache jetzt einfach mal ein Fazit von Erwartungshaltung und so weiter. Ich muss sagen, es gibt eine Menge kritische Stimmen, die sagen, ja, und wie ist das? Ist das nicht zu langweilig? Sind da nicht genug Events? Kann man, was ist, kann, ist wenn es, wenn man 2 Stunden darüber läuft, hat man nicht alles gesehen? Ich würde sagen, ja, Freitag war dünn. Freitag war wirklich dünn, da habe ich gedacht, okay, krass. Samstag war krass, war durchaus gefüllt. Ja. Samstag war eine Menge los, da haben die Veranstalter hier die Bude abgerissen. Ja, jeder hat alles gemacht, um so viel wie möglich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und heute ist wieder ein bisschen entspannter, aber es war, ist eine Mittelstufe aus, aus Freitag und Dings. Ja. Also ich würde sagen, für die Zukunft, einfach mal für mein Feedback, ich glaube, 2 Tage DreamHack sind genug. Findest du? Ich glaube, 2 Tage DreamHack. Und wenn man sieht, was hier ist, würde ich sagen, 2 Tage DreamHack ist für jemanden, der das besucht, genug. Ja, zum Besuchen, ja. Auf die Expo bezogen. Auf die Expo bezogen. Natürlich, die LAN ist ja was anderes. Das ist ja ein Erlebnis. Das ist ja so von wegen, okay, wenn du 3 Tage LAN machen kannst oder 2 Tage und du hast Bock auf 3, dann ist das was anderes. Ja. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Expo, weil das ist etwas, was du als Besucher siehst. Ja. Ja, du gehst da als Besucher nicht in die LAN-Area, um jemanden zu sagen, ey, spielst du CSGO? Ja, okay. Das ist ja was anderes. Aber wenn du als Besucher kommst, glaube ich, 1 Tag... Krass, wenn du dann noch Streamer treffen willst, sind 2 Tage auf jeden Fall, hast du alles gesehen, du hast jeden getroffen, ist auch günstig, also kostet keine 120 Euro. Und gab's da was? Was? Aha, nee. Das war eine frei erfundene Summe jetzt gerade. Okay, einfach gut. Mal so. Ja. Habe ich mir aus der Luft gegriffen. Ja. Und kritisch gesagt, wenn hier noch mehr wäre, würden die 3 Tage etwas fetter. Voller, ja, fetter werden. So. Das stimmt. Und, aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht entwickelt sich ja das ja noch, wird das hier aufgenommen und sagen, ja, wir haben Freitag ein bisschen, dann machen wir einfach mehr nächstes Jahr. Ja, richtig. Und auf jeden Fall soll es bleiben. Wichtig. Das, wehe, die DreamHack geht weg. Ich schwöre euch. Ich komme vorbei dann und mach selber. Dann ist Abriss. Dann mache ich die Stayhack. Die was? Die Stayhack. Gibt's da dann Buletten? Hack? Ja. Wenn du Zwiebeln bringst, bringe ich das Hack. Ich mach das. Ich bring das. Ich bring dir Matt, Bro. Aber ich finde auch, dass, so, ich glaube als Besucher, gerade wenn man, ich glaube, man sollte nicht alleine herkommen. Ich habe 1, 2 Leute auch getroffen, die waren alleine da und bei denen war das halt so, dass sie gesagt haben, es ist halt leider nichts da und sie haben halt eine halbe Stunde irgendwie sich alles angeguckt, weil ich meine, für die Stände interessiert sich ja nicht jeder. Und du hast halt, ich meine, die meisten Leute sind eh alle hier auf der Ecke, die man dann halt treffen möchte von Twitch sozusagen. Und dann ist es, glaube ich, auch ein bisschen dünn. Aber das Ding ist halt, so sind, ich meine, die Gamescom an sich selber ist ja auch so. Das ist ja auch ein Stand nach dem anderen. Ja. Und was ich persönlich ein bisschen kritisch sehe, ist, dass die Twitch-Bühne ein bisschen laut war. Also ich habe ohne das jetzt, das ist nur so konstruktive Kritik, als Streamer drüben gesessen und man hat halt, du gehst halt ballerballer. Ich habe 3 Stunden gestreamt und du hörst halt die Bühne, dann Niklas reden, die Leute spielen und reden und dann redest du mit deinem Stream noch und dann hast du dein Spiel noch. Und dann sitzt du in der Streaming-Area drin, oh Gott, welches Geräusch soll ich jetzt nehmen? Ich kann das nicht mehr filtern. Und das ist einfach ein bisschen zu viel. Aber an sich selber so ist das schon, es ist echt gigantisch, muss ich sagen. Es ist wirklich, es ist ein Feeling. Ja. Und es ist immer noch, und das hoffe ich, dass das irgendwie beibleibt, dass das so familiär bleibt. Ja. Weil es ist halt nicht viel los. Du eckst halt nicht an, du musst nicht so irgendwie über den Gang gehen, sondern du kannst dich frei bewegen, du triffst die Leute, kannst auch mal dir einen Crepe reinziehen oder irgendwas und du hast halt genug Platz und du kannst die Sachen antesten. Ich meine, wenn ich gucke, die Stände sind eigentlich gar nicht so voll zum Zocken. Nee, gar nicht. Du, also du hast halt so deine 20 Minuten, bis du VR ausprobieren kannst oder Lasertag oder so. Ja, ja. Und das ist halt mega cool, finde ich. Das stimmt. Ja. Hast du Virtual Reality ausprobiert? Ja, in der Tat. Ja. Aber schon früher. Ach so, nicht hier. Nee, nicht hier. Aber ich werde mir das zulegen. Ja. Ja. Echt? Du wirst sie holen? Ich werde mir das zulegen. Ich habe das ja bei MSI gemacht, als ich zu Besuch war zufällig. Und da habe ich es das erste Mal ausprobiert und ich muss sagen, ich könnte das nicht länger als 1 Stunde. Also dann bin ich, ich habe dann Bogenschießen gehabt und irgendwie, okay, das ist cool, aber nimm das mal weg jetzt. Ist schön, aber weg von mir. Mach das weg. Meinst du nicht, dass man sich da daran gewöhnt nach einer Weile? Gar nicht. Also du bist ja dann auch durch die körperliche Ertüchtigung bei einem
Du hast dann einfach keine Lust. Mhm. Also du willst nicht durch die Gegend springen und mit dem Bogen irgendwelche Ninjas abschießen. Ja gut, aber also du kannst dich ja auch hinsetzen und zum Beispiel Elite Dangerous anmachen und das im Sitzen spielen. Das ist cool, aber ich bin noch nicht der Meinung, dass das so... Ist das schon, geht das schon, Virtual Reality und Elite Dangerous Unterstützung? Ja. Dann habe ich nichts gesagt, aber bei Elite Dangerous ist es so, dass ich erstmal meinen Eye-Tracker kaufen muss. Mhm. Da habe ich mich Blut gelegt. Ja. Da habe ich auch so einen HOTAS. Und dann muss ich mir erstmal einen Eye-Tracker holen, damit ich immer, wenn ich nach rechts oder nach links gucke, dass ich dann da was machen kann. Wisst ihr, welche Frage mir richtig so auf der Zunge brennt? Na. Tschüss. Wie geht's euren Füßen? Ich habe gesessen. Ich sitze auch aktuell, nur so als Information. So, jetzt. Ich habe Blasenpflaster eingepackt. Musstest du sie schon benutzen? Fast. Ich habe am ersten Tag gedacht, ich habe mir den Kleidzeh gebrochen. Echt? Kauft ihr mal größere Schuhe? Der war irgendwie total seltsam. Der hat sich so taub und dann zwischendurch schmerzend angefühlt. Und hat sich dann abgewechselt zwischen taub und dann wieder Schmerz. Und wieder taub. So, ja, gut. Aber es geht, es geht. Es geht. Meine Füße sind es gewohnt. Echt? Was? Ja. Wieso? Rennst du aber nicht so viel? Nee, aber ich bin noch vor 2 Jahren, bin ich auch ständig mit ACDC und so unterwegs gewesen. Da stehst du 13 Stunden. Warte mal, du warst mit ACDC unterwegs? Bist du? Merchverkäufer. Du hast AC/DC-Merch verkauft? Ja, 2 Monate lang unterwegs gewesen. Du hast bei AC/DC geleached? Ja. Fuck mal einfach. Das ist ja Profi. Also wenn irgendeiner mal Tipps braucht, was das Leachen angeht, Slap, Sticker. Du hast doch bestimmt die Mega-Stories. Nee. Wenn du Merch-Verkäufer warst bei AC/DC, dann wirst du mir danach, also jetzt wahrscheinlich nicht, weil das wird auf Twitch gestreamt, das wird alles gebannt. Ja. Alles gebannt. Twitch muss sich dann selber bannen. Also... Es gab übrigens mal einen Twitch-Kanal, der von Twitch gebannt wurde. Sehr witzig, aber es ist was anderes. Aber da zählst du mir danach. Ja. Die ganz harten. Also alles. Ich will alles wissen. Erwarte nicht so viel. Boob-Streamer, alle, also das. Alles. Ja. Nicht so. Echt nicht? Naja, ich war Merch-Verkäufer. Ich war ja nicht mit der Band. Ich habe ja nicht mit der Band geschlafen. Aber du hast sie doch gesehen. Du hast nicht mit der Band geschlafen. Nein. Was? Das sind schon wieder Sachen, die du nicht erzählen sollst. Das hättest du mir danach sagen sollen. Ja. Du hast jetzt die Stimmung. Oh, der Spannungsbogen. Der ganze Hype ist kaputt. Der ganze Fischkopf hat mir gesagt, Sex, Drugs und alles. Ja. Ja, das war's, das hat er gesagt. Das war's. Sex und Drogen und alles, hat er gesagt. Das ist an mir vorbeigelaufen und ist verschwunden. Ja, das macht er aber immer. Hä? Das sagt er zu mir auch immer. Super verwirrend. Morgens? Stimmt der gerade? Nee, der ist, ich glaube, der packt gerade ein. Hallo. Hey, Fischi. Fischi. Ja. Jetzt pack ein. Ja, da ist übrigens, da sieht man ganz hinten so ein bisschen, wenn man dieses große Bild hat, ganz hinten ist die Streamer-Area. Ja. Und das heißt, wenn die Streamer, die zu uns gerichtet sind, die sich gerade wieder genervt auf die Tastatur, auf der Tastatur auslassen, die hören halt alles. Ja, sicher. Da vorne zum Beispiel beim Overwatch, je lauter wir schreien, desto weniger kann er hören. Ja, also, lauter sprechen. Also je mehr wir reden, desto schlechter ist Fischkopf beispielsweise in Overwatch. Das ist perfekt. Noch schlechter. Ja, ich hab ihn spielen sehen. Ja. Ich muss ja sagen, er hat mich ja zu Overwatch gebracht. Mhm. Und ich war schon in der ersten Stunde besser. Echt? Wow. In der ersten Stunde? Ich war schon, KDA war krasser. Wow, Fischi, ey. Aber in League sind wir ungefähr gleich. Echt? Ja, bei Nacht liegen, da hat er, der liegt einfach, er liegt auf der Straße wie ein Brett, es liegt. Wahnsinn. Wahnsinn. Es tut mir leid, ich habe schon wieder einen Monolog. Nee, es ist völlig in Ordnung, dein Abschweifen, das bin ich gewohnt. Man muss dem einfach freien Lauf lassen. Ja. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Hier auf der Bühne, die Trash Metal Donkey Fuckers, erster Auftritt. Oh, da war ja noch was. Das kannst du doch aber hier nicht sagen. Oh. Kannst du das bitte rauspiepen? Ja. Ja, können wir das nachher? Können wir rausschneiden, ne? Alles klar. Okay. 6 Sekunden Delay, das geht. Ja, alles gut. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr. Kommst du? Lösch dich. Der neueste Hit. Oh, nee, können wir löscht das? Löscht euch. Löscht euch. Können wir das abschaffen eigentlich? Nein. Lösch dich? Was? Du wirst dich freuen. Gut. Warum? Es kann sein, dass ich in irgendeiner Form Merch gekriegt habe, auf denen das steht. Ja. Und ich kann sagen, die nächsten 2 Wochen auf Twitch werden sehr interessant werden. Also, ich sehe diese Kaffeetasse schon intensiv mich anlächeln, wenn du den Streamer machst. Oh nein. Oh ja. Wenn ich das mal kurz sagen darf, wenn Nils gerade zuguckt, ich will auch so eine Tasse haben. Nils. Ich hätte auch gerne so eine Tasse. Ich hätte nein, auch gerne. Ihr kriegt keine Tassen. Aber weil wir klären müssen, wer. Ist egal. Wer wen löschen darf? Nein. Oder ich will nicht darüber reden, das ist ein Business. Ach so. Wir müssen aber wenigstens einmal Filmmann nennen, von dem das kommt. Also Filmmann. Filmmann Live, der beste Streamer 2016. Hast du ihm jetzt eigentlich... Neben E-Guy. Wer ist denn das jetzt? Warum sind das eigentlich die beiden, die ich nominiert habe? Weil du der Meme-Master bist. Wollte ich gerade sagen, du bist doch hier die Meme-Ikone. Warum? Ich hab nur gesagt, ja, für mich ist es der. Naja, der hat gesagt, das sind die besten Streamer, das sind die besten Streamer. Nee, das hat...
Filmann hat das so publiziert. Filmann hat sich einen Overlay in seinen Stream gebaut. Ja, sicher. Da hat er eine gelbe Schrift gemacht, hat das kursiv und fett gemacht. Ja. Und das sah aus, als wäre ich, als hätte ich das erste Mal mit PowerPoint gearbeitet. Paint? Nee, PowerPoint. Das ist schon richtig. Aber, nee. Ja. Comic Sans hat er auch benutzt. Comic Sans, ja. Oh Gott. Ich glaube, er hat alles, was man nicht machen sollte, gemacht. Ja. Und das war toll. Ja, er hat wieder ein Meme erschaffen. Hm. Aber da habe ich ihn auch ein bisschen an der Nase rumgeführt, aber das ist eine andere Geschichte. Hat das, habt ihr gesehen, dass sein Auto in der Werkstatt ist? Ja, sicher, aber er ist schon wieder auf dem Weg. Gute Fahrt, Filmer. Nice Meme. Dass die Rückfahrt läuft gut und er zeigt, wie sein Auto auf einer Hebebühne steht. Ja, gut. Aber ein großartig. Super Kerl. Filmer? Ja, ganz schön bärig, finde ich. Bärig? Bärig. Wie wir. Wir sind ja auch bärig. Nee, ja. Jetzt gib's doch mal zu. Ja, wir sind bärig. Sei doch mal ein bisschen selbstreflektiert. Ja. Ich bin das auch den ganzen Tag. Nächstes Jahr, Sali. Wir ignorieren ihn kurz mal. Bärig. Okay, bärig. Du bist ein richtiger BSD. Hello, darkness, my old friend. Schön. Mit dem gehe ich noch essen nachher. Ja. Gibt's nächstes Jahr? Dreamhack? Ja. Aber sowas von. Also bei der Gamescom weiß ich es noch nicht genau. Da weiß ich aber für dich mit. Ja, das anscheinend wissen das ganz viele für mich mit, aber das ist, das war hier schon, war schon aufregend und das Ganze. Ich weiß noch nicht, ob ich die Gamescom, und die geht so viele Tage. Die geht so viele Tage. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Kannst du ein bisschen später kommen. Dann bist du ja fix und fertig, bist du ja dann. Ja. Also das weiß ich noch nicht, ob ich das so mitnehme. Wobei es schon toll wäre, die ganzen Leute jetzt wieder zu treffen, die man halt hier getroffen hat. Aber da die so groß ist, sind die mal alle versprengt. Und dann, aber da gibt es Telefone. Aber so wie hier auch. Das hier. Aber sowas vor. Da bin ich nächstes Jahr Erster an der Tür. Und scharre und sage, lass mich rein. Ich finde das super hier. Ich habe so viel Spaß gehabt. Hast du richtig Blut geleckt jetzt? Ja. Ja? Ich habe richtig Spaß gehabt, das war toll. Das war heute ein bisschen einen kleinen Durchhänger, okay. Aber die letzten zwei Tage, die waren einfach Wahnsinn. Es war toll. Ich habe so viele Leute getroffen, das war echt schön. Ich habe so viele Leute umarmt, ich habe mich mit so vielen Leuten unterhalten. Das ist echt schön gewesen. Das ist toll. Mal gucken, wie viele Krankheiten wir uns durchs Umarmen geholt haben. Wow, was bist du denn für einer? Das ist gar nicht so unbedingt. Messekrankheit. Also nach der Messe... 30% der Leute, die hier Content machen, werden erstmal flach liegen. Ja. Das ist immer so. Immer, sogar auf der Gamescom ist das so im Hochsommer. Ja, vielleicht. Und da dachte ich habe ein schwaches Immunsystem, weil ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, denke, Dance Game. Nee. Aber das ist echt, die Leute sind alle anfällig. Ihr müsst mehr Obst essen. Jo. Bananen. Du hast mir was von Kuchen erzählt und du sagst, du sollst mehr Obst essen. Da war Obst drin. Da war Pflaumen drin. Ja, Apfel, ich weiß. Yeah. Ja, siehst du. Der Apfelkuchen. Kombiniert. Oh. Aber wir haben jetzt so viel geschwärmt, Leute. Ja. Ja. Habt ihr was Negatives? Zu klein. What? Finde ich. Okay. Also, das liegt ja im Auge des Betrachters. Virtual Reality ist das Einzige, wo man Spiele spielt. Es gibt ja eigentlich nur Hardware, ne? Also so wirklich. Smash Brothers. Hier ist super viel zum Zocken. Habe ich nicht gesehen. Hier ist super viel zum Zocken. Ja? Ja. Aber jetzt keine Spielefirma, die jetzt so Spiele vorstellt oder sowas, oder? Nee, das nicht. Ja. Das liegt aber eher daran, dass die wahrscheinlich genau das gleiche denken wie du. Ja. So klein. Ja. Aber da sollen wir mal sagen, ich meine gerade die Streams und so. Mal ganz kurz, was ist da drüben nochmal? Wo? War da nicht Counter-Strike? Ja, das sicher. Ja, ne? Ist naja, ein Spiel, E-Sport. Ne? E-Sport. Ist aber ein Spiel, ne? Ja, das ist ein Spiel, habe ich gehört. Aber ich finde das nicht verkehrt, dass das hier so in dem E-Sport-Bereich bleibt und so und nicht zu sehr wie Gamescom aufgezogen wird. Also ich finde das toll. Ich war hinten im Ladenbereich und da siehst du Sachen, du stehst teilweise bei den Leuten im Wohnzimmer, da sind Iglo-Zelte aufgebaut, riesengroße Luftbetten, wo die Leute drauf schlafen. Sie haben Campingzelte aufgebaut, drumherum Lichter. Also das ist schon... Und es ist ganz still da drin, weil jeder beschäftigt ist. Höchstens schreit dann einer mal Helga! Und dann schreien alle anderen Helga! Also es ist so Kleinigkeiten oder irgendeiner hat jetzt gerade, das war gestern, hat Brownie den ersten Rang bei was du auch immer spielst, King of the Hill. Ja. Und er ist Erster geworden. Und da haben wir halt gejubelt und haben uns gefreut, so E-Guy und Lara Loft und wir standen alle hinten so yay und dann hat die ganze Halle mitgemacht, yay! Und das ist halt wieder so ein Erlebnis, es ist so... Meint ihr, da werden Erwachsenenfilme geteilt auf der LAN? Oh ja.
Ich weiß gar nicht. Jetzt Heute ist ja. Natürlich sind Hast du das gesehen? Hast du mit irgendjemandem gequatscht? Ne? Na, ich bin ja vorhin durchgegangen mit meinem Handy, habe gestreamt und ich habe mich nicht getraut, die Frontkamera auf die Bildschirme zu richten, weil ich dachte, jeden Moment kommt ein Brazzers-Logo. In jedem Augenblick kann es passieren. Das ist rechts, von links kommt's rein. Brand Brazzers. Zack! Und dann bist dann du. Und dann ist der Stream. Stream, through. Shutdown, Terms of Service Violation und Stay ist weg. RIP. Mhm. Habe ich mich nicht getraut. Aber du bist doch sonst immer so ein harter Brudi. Ey, sonst alles. Aber wenn so ein Brazzer-Logo kommt, ey, dann schießen Schwanz ein. Gib mir mal dein Handy, ich mach das mal. Naja, mach mal. Aber auf deinem Stream. Ja. Nein, aber habt ihr irgendwas Negatives erlebt? Nee. Was euch nicht gefällt? Vielleicht was Konstruktives? Am Freitag haben mich ein paar Besoffene angepöbelt. Oh mein Gott. Der aber Blick über die Schulter von uns suchen sich immer die suchen sich immer die Größten. Und dann sind die größten Flachpfeifen der Welt. Also es ist halt, passiert halt immer mal. Aber das liegt ja eher am Alkohol. Ist nicht jemand fast überfahren worden? Oh, Perrick wurde auf dem Parkplatz fast überfahren. Okay, erstmal. Das war nicht lustig. Das war ein BMW-Fahrer. Aber da habe ich nichts anderes erwartet. Und ihm geht's gut. Ist nichts passiert. Ja. Ich wollte sagen, er hat doch dafür nur einen Flickplatz gemacht. Anzeige ist raus. Echt? Anzeige ist raus. Ja. Okay. Ja. Das erste Mal, dass wir das sagen können, ist tatsächlich eine Anzeige raus. Ja, ja, sonst ist das ja wirklich immer nur so ein Quatsch. Ne? Ja. Aber Anzeige ist wirklich raus in dem Fall. Ja, ja, das finde ich auch gut so. Ja. Nee, ich finde, es war toll. Es war gut organisiert und ich habe halt nicht so viel Vergleichsmöglichkeiten. Und deshalb war das für mich vielleicht als Frischling fürs allererste Mal so eine Veranstaltung. Ist für mich gerade alles nur Olle, olle, olle. Es war kalt. Was? Gamescom ist wärmer. Was? Ja. Ich finde das gut. Ich kann die Hitze nicht leiden. Ess echt? Doch mal ich liebe Hitze. Du kannst dich immer mal ein bisschen dicker anziehen, aber echt? Bei einer bestimmten Temperatur kannst du es... Was willst du machen, ne? Das kann die Jacke mit, oder was? Bitte? Das kann die Jacke mit? Doch. Jacke anziehen und Feuer frei. Ja, hab ich ja. Aber ich muss dir recht geben, also ich bin ja auch die ganze Zeit nur so barfuß rumgelaufen, wollte ich gerade sagen, also kurzärmlich. Ich fand es ein bisschen frisch, ja. Was? Aber das ist so, gestern war es frisch, finde ich. Aber nur ja, so, aber so ein bisschen. Zieht euch doch mal was Anständiges an, ey. Was du, lass mich doch mal zu Ende reden. Ja, nee. Aber das liegt doch daran, ich war draußen beim frischen Luft und war sehr lange. Frische Luft heute, ja. Sagst du. Also. Ja, deswegen denke ich mal, war das so. Aber ansonsten, so die Luft finde ich eigentlich ziemlich gut hier drin. Außer in der LAN-Area. Nee. Nein. Da ist gut. Die haben das ist klimatisiert und beheizt. Also ich bin da gestern durchgerannt, da war aber stickig wie... Nur am Anfang. Puma-Käfig. Bist du am falschen... Das ist der LAN. Ja, vielleicht eben. Hat da einer Käsefuß oder so. Ja, vielleicht einer. Ja. Also du willst meine Schuhe nicht riechen, mein Freund. Nee, das will ich nicht, wirklich nicht. Also ich muss ja sagen, danke schön, Simon. No, ich habe diesen wunderbaren Twitch-Hoodie. Swag. Auf und zu und auf und zu. Es ist heiß und es ist kalt und das Ding ist optimal. Also ja. Es dürfte nicht wärmer hier drin. Hast du eigentlich gar nicht dein T-Shirt an heute? Was? Dein Twitch-Shirt? Was? Wolltest du das nicht anziehen heute? Na, ich hab doch an. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, okay. Mir steht schwarz. Für mich glaube ich, also das, was auch, glaube ich, fast der einzige Negativpunkt ist, dass die LAN, die Streaming-Booth ein bisschen komisch steht. Die stand jetzt hör mal auf. Nein, aber das ist so, das ist das Einzige, was mich aber nachher im Endeffekt, wenn ich selber stream, stört mich das irgendwann gar nicht mehr, weil der Hype das einfach wieder wegspült. Also ab nächstes Jahr empfehle ich euch einfach, holt euch einen Telekom-Vertrag, macht einen 5 Euro Datenvolumen Flatrate für den Tag, nee. Und nehmt eure Handys und streamt. Ihr habt bessere Audioqualität und wow. Könnt von überall streamen. Und müsst nicht da quälen rumsitzen. Wieso, das war gar nicht gequält? Ja. Nee. Na, hey, ich meine, wir haben gestern Hotline Miami gezockt. Das war geil. Stimmt, ich kann am Handy nicht, ich kann nur quatschen. Ja. Nächstes Jahr habe ich mir was anderes vorgenommen. Ja. Also nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall, glaube ich, mir 20 Controller mitnehmen. So 5 Kameras. Und dann Gangbeast. Und dann Gangbeast. Und das am Streamingplatz. Hm. Und da aber richtig Alarm machen. Und dann schreien wir da drüben so laut, dass hier drüben... Dass die uns Probleme auf der Stage haben. Genau, die Regie uns rausschneiden muss. Ja. Das ist mein Plan für nächstes Jahr, habe ich mir gedacht. Das wird so ein Konkurrenzding. Ja, habe schon mit Fischi gesprochen, der ist dabei. Ich feiere hier alles so sehr. Wart sicher mal auf den WCs hier. Ja? Die haben Dyson-Handtrockner. Was? Ja. Dyson-Handtrockner. Ich fuchtel draußen immer rum so. Und dann echt? Ist, ja, sicher. Du, also das ist... Also du möchtest die Qualität der sanitären Anlagen loben. Und es ist sauber. Ja.
Holy moly, es ist so sauber. Ich bin. Das Ding ist ein Maßstab. Es ist erwähnenswert. Nein, jetzt mal im Ernst. Es ist wirklich erwähnenswert. Ich bin ja intuitiv im Businessbereich immer auf Toilette gegangen, weil ich dachte, nee, ich probier's nicht. Es ist wirklich der gut. Ich war, ja. Also, ich war den ganzen Freitag Streamer, ne, also 12 Stunden gar kein Problem ausgehalten. Du musst jetzt nicht erzählen, wie dein. Aber gestern, die sind wie. Es riecht toll, es ist sauber, es ist mega toll. Tolle Toiletten. Auf der Dreamer gibt's die tollsten Toiletten. Das ist wichtig. Die sind gepflegt. So, wir haben jetzt das Wetter abgehandelt. Es gibt so tolle Toiletten auf der Dreamer. Es ist eigentlich schon fast toll. Es ist gut, ja. Danke, Sali. Das war echt gut. Ich habe schon den Kameramann mal den Kopf schütteln sehen. Oh Mann, ey. Oh, die Leute. Super, Sali. Das war großartig. Ja. So, können wir in die Werbung gehen? Das ist ein bisschen awkward. Oh, wow. E-Sport. Habt ihr irgendwas mitgekriegt davon? Ich weiß, dass der große Big, das neue Team Big, ist ja das deutsche CSGO-Ding gerade. Und das scheint wohl dick im Geschäft zu sein. Ich habe uns aber nicht so viel verfolgt. Oder ist es Big im Geschäft? Wow. Du hast meine Analogie. Ja, wow. Ist okay. Alles klar. Ja, das scheint wohl gut zu laufen da drüben. Ich kann es jetzt aber nicht, ich möchte mich jetzt hier nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es wirklich gar nicht verfolgt habe. Mhm. Aber die Tribünen waren immer packed. So. Also da waren eine Menge Leute, die viel Lärm gemacht haben, so wie Sali gesagt hat. Da war Stimmung. Aber schon am Freitag. Da war immer Stimmung. Ja, aber letztes Jahr kann ich mich noch dran erinnern, war es nicht so voll. Das ist aber, du musst ja gucken, wenn du weißt, wer da moderiert und da sind die Leute da, die bekannten Gesichter und das ist High-End. Da wird... Das ist gut produziert. Das ist aufgefahren. Ja, ich hoffe, ich muss mal das Reddit lesen. Das CSGO-Reddit ist ja sehr, sehr kritisch, was solche Events angeht. Aber wenn da nicht große technische Schwierigkeiten waren mit dem Stream, wird das eine gute Bewertung kriegen, glaube ich. Ja. War das jetzt nicht erst das zweite Jahr, dass die drehen weg? Toll. Ja. Schauen wir mal, wo das hinführt. Ich finde den Shuttlebus geil. Ey, wie kaputt die Kameramänner sind, ne? Die gehen alle, die sind total. Hat euch eigentlich schon mal jemand Danke gesagt? Ja. Jungs? Ich denke schon. Ich glaube, die hören uns gar nicht, oder? Was reden die jetzt? Nee, ist egal. Die machen einen guten Job. Wir loben euch. Ja. Wir loben euch. Ja, guter Job. Wir lieben euch. 3 Tage hier rum. Ja, genau. Einmal Applaus bitte für die Kameramänner. Danke. Ja. Das ist echt, das sind immer die gleichen Gesichter. Sehr gut. Ich habe jetzt gedacht, die hören Slipknot über die. Weil die nehmen wahrscheinlich so. Die nehmen gar nichts mehr, aber das ist so. Okay, ja. Das ist du bist aber, glaube ich, irgendwie so nach 3 Tagen, ist das bei euch auch so, dass ihr dann so richtig in so einer Zone seid? Und dann so alles eigentlich nur noch... Das hängt aber auch davon ab, wie dein Pensum ist, termintechnisch. Ne? Also wenn du ein hohes termintechnisches Pensum hast, so, dann ist halt einfach... Dann bist du kaputter. Ich habe mir jetzt gar nichts vorgenommen. Ich habe mir gar nichts gemacht. Ich saß ja nur. Du hast gesagt, wie sehen die Füße aus? Ich habe nur gesessen. Du warst auch bei jedem Streamer drin, ne? Ja. So kann man natürlich auch streamen. Ich habe selber gestreamt und habe über andere Streams meinen Stream gestreamt. Ja. Das war gut. Ist top. Aber ich bin der Leech King. Ja, ich bin aber, bei mir ist es ja eher so, das ist ja ein Benefit. So, ich kauche in deinem Stream auf. Wow, krass. Ja, erstmal 100 Leute abgeschaltet. Stay. Wow. Alles klar. Habt ihr irgendwo gezockt das Wochenende oder habt ihr gar nicht gespielt? Ich habe gar nicht gespielt. Nee? Nein. Wie fühlte sich das an? Ich habe nur gestreambombt. Gestreambombt? Ja. Bei wem? E-Guy. Oh. Ja. Mit Twerken und allem. Den habe ich nicht gefunden. Den hast du also nicht gesehen, der war gerade hier. Ja, nein, hier habe ich ihn gefunden, aber als er gestreamt hat, habe ich ihn nicht gefunden. Den habe ich vorhin gefunden, weil er Helga gerufen hat mehrmals. Was hat es mit dieser Helga eigentlich auf sich? Kann mir das mal jemand sagen? Das ist ein Festival-Ding. Ja, wollte ich sagen. Das ist ein Festival-Ding. Helga, Helga. Wackel. Machen wir eigentlich, wir haben bei uns im Plankenschnack noch eine Rubrik, die heißt Streamer der Woche. Oh. Das Ding ist halt, jeder schlägt sozusagen seinen Streamer vor. Und ich würde sagen... Machen wir? Ja, sicher. Und wir machen das aber dieses Mal, würde ich sagen, das machen wir natürlich selbst sehr spontan, die Interaktion des Wochenendes. Vom Streamer aus? Oh. Ja, mit irgendeinem Streamer und wir sagen, Leute, der ist es. Ja, kann ich direkt mit anfangen. Filmen. Ich glaube nämlich auch, Niklas kommt bald wieder raus irgendwie. Meint er? Ist das nämlich, bevor wir das nämlich hier dann zu Ende bringen, das müssen wir noch über die Bühne kriegen. Ja. Soll ich anfangen? Filmen. Filmen. Echt? War meine Interaktion. Also alle Interaktionen waren Interaktionen des Wochenendes, aber Filmern kennenzulernen, live zu erleben, dass er tatsächlich so ist, wie vor der Kamera. Der ist ein wandelndes Meme. Ja. Der ist ein laufendes Meme. Ja. Aber der, also ich mag den, ich liebe den Jungen. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich habe zu viele.
Okay, beschränkst du. Ich bin reizüberflutet. Das sind die, es ist Kaffeekind. Ich habe Lara Loft, waren wir gestern und vorgestern zusammen. Das war mega nett. Ob das Schloh oder Tinker Leo ist, ob das Master Tai habe ich, oh, das war auch super lustig. Es sind so viele. Ich bin reizüberflutet. Ich kann da keinen einzelnen rauswählen. Und Stay. Ich habe Stay getroffen. Ich traue mich aber nie, Stay zu umarmen oder sowas, weil der ist so groß und ich bin so klein. Der guckt auch immer so kritisch. Das sieht dann so seltsam aus. Ich sehe, wie gesagt, der periphere Blick, alles unter meiner Nase, genau, sehe ich nicht. Das ist seltsam. Vor mir sehe ich auch keine Leute, ich sehe nur die Kameramänner. Und die Bieber-Bros? Sind so, ist so unvorteilhaft. Habe ich das nicht gesagt? Hast du? Nee. Hast du? Kaffeekind, die Bieber? Die nimmt man so für garantiert irgendwie, ne? Für garantiert? Es sind ja gleich zwei. Ich liebe die Bieber Bros. Oh Gott, haben wir gestern Spaß. Das war so lustig. Mokka war der Einzige, der mit mir getanzt hat gestern, möchte ich mal kurz dazu sagen. Ich habe auch kein getanzt. Am Rand. Ist das jetzt Kritik oder Selbstreflexion? Beides. Kritik. Okay, alles klar. Selbstreflektive Kritik. Alles klar. Ach, ich muss noch was sagen, ne? Mhm. Also die Interaktion ist auf jeden Fall... Ich weiß es nicht. Nee? Ich müsste lügen, ich müsste es mir aus den Fingern saugen, aber ich glaube, ich fand es sehr interessant, dass der CSGO-Content, der von Tweeday und von Trilux hier gemacht wurde, Trilux hat ja sich das erste Mal hier hingesetzt, 800 Cases waren, das war CSGO-Content. Das? War eine Menge Cases, die aufgemacht wurden hier auf der DreamHack. Wann waren das viele Cases hier? Das war richtig High-End CSGO-Content. Hat war wenigstens was Gutes drin? Nee, 800 Cases, nur Schrott, hat er gesagt. Tweeder ist mir vorbeigelaufen mit der Visage so. Okay. Und ich habe gesagt, na, wie viel? Nichts. Wie 800 er, Cases, nichts. Wie lange hat er denn dafür gebraucht? Ach, der hat das jetzt 2 Tage jetzt gemacht. Keine Ahnung. hat er wirklich, das ist nicht mal erfunden. Und ansonsten ist halt, hast du halt immer, weiß ich nicht, ich würde alle mit reinnehmen, weil die alle, also weil jeder Streamer irgendwie eine besondere Art und Weise hat, dann irgendwie was zu interagieren. Du hast ja gesagt, ich habe mich überall reingesetzt. Ich war bei Ralfinger, ich habe Rocket League vorher immer gezockt, habe einfach ausgetauscht, war bei Tinendo, der da sitzt, bei Moondai, wir haben Geocat, wir haben alles, ich habe alle möglichen Blödsinn gemacht, Hotline Miami mit dir, so, ich weiß es nicht. Ich müsste es wirklich erfinden und darum sollen alle was machen, alle. Jeder kriegt eine Teilnehmerurkunde. Teilnehmerurkunde an alle. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Das ist aber. Ja, aber das, was willst du denn? Soll ich einen Pokal ausstellen? Ja, sicher. Habe ich nicht. Okay. Will ich nicht. Reichst du nach? Nö. Okay. Hat auch keinen Sinn. Das ist alles Quatsch. Wenn ich wählen dürfte, ich nehme Brownie. Ich nehme den bärtigen Brownie, den Alle Hagemann. Ich habe Brownie das erste Mal kennengelernt. Und von dem habe ich viel gehört, den habe ich noch nicht getroffen. Brownie ist echt ein... Simon hat mir vorher erzählt, oh, der Brownie hat er gelacht und ich habe nichts verstanden. Weil Simon ist Chef? Ja. Und er so, oh, ich hab Brownie und das T-Shirt. Hast du den Wurf von Simon gesehen hinten? NBA. Und ich habe noch was drauf gewettet. Was hast du verloren? Ein Essen muss ich ihm ausgeben. Echt? Aber ein ordentliches. Oh. Ja, dann zur Gamescom. Oh Gott, wie er das Ding da reingeht. Oder wir nehmen nachher mit, wenn wir ein Dings holen. Ja, das geht auch. Aber ich nehm Brownie. Also ich nehme definitiv Brownie, das war sehr geil. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, Kamlan, falls du das hörst, du bist ein geiler Magger. Kamlan ist aber auch der... So geil gestern Abend. Ich hatte so einen Spaß, das war so instant, wir haben connected und wir haben uns so gegenseitig durch den Kakao gezogen. Und es war einfach gut. Aber Brownie war definitiv mein Ding dieses Wochenende. Das war gleich so Love Connection. Brownie, hab dich lieb. Auf jeden Fall. Wir sehen jetzt den Chat nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass irgendwer den Link da rein postet gerade. Also ja, und alle werden gebannt, weil der Moodboard nicht eingestellt ist. GG. Gut gemacht. Oh Mann. Na, der Ron wird da schon regeln. Hat irgendeiner von euch die Regie auf dem Ohr? Nee. Nee. Weil ich weiß nicht, wann Nick kommt. Wie spät ist denn das? Na, es ist 5 Uhr. Oh. Wir machen einfach länger. Niklas ist auch ein cooler Typ, ne? Muss ich sagen. Den habe ich hier erst kennengelernt. Echt? Ich kannte den vorher nicht. Soll ich Niklas mal anrufen? Ruf mal an. Ich weiß nicht, ob ich den auf dem Handy habe. Ich habe ja 2 Handys. Oh, Business. Wow. There's no business like show business. Aber ich müsste da hingreifen. Niklas, wenn du das hörst, hoffentlich geht's dir gut. Der hat gestern auch gut gedanced.
Ja, ich bin ja nicht lange du da darfst, gewesen. Du dürft nicht, das, was auf der Party passiert, bleibt auf der Party. Ich habe nur gesagt, dass er gut getanzt hat. Steffi hat ja auch getanzt. Ja, eben. Ich denke, du hast nicht getanzt. Natürlich habe ich getanzt. Niemals. Ich war der Einzige, der getanzt hat. Aber ich bin ja überrascht, der ist ja, wenn man das Pensum mal ansieht, jeden Tag hier. Und Wahnsinn. Und der ist heute vor mir hier gewesen und sah besser aus als ich. Ja. Ja gut, das ist ja keine Schwierigkeit. Hallo, ich meine, hast du den Nick mal angesehen? Das ist... Du kannst jetzt... Mach ruhig. Nee. Ich will dir, nein. Nein. Du bist doch aber auch nein. Nein. Oh. Jetzt hör auf zu heulen. Ist gut. Ich das gibt wieder Ärger hinterher. Ich sehe schon Tweets kommen. Ich mach schon Treffer an meine Brust. Soll ich dich umarmen? Nachher. Kommt, umarmt euch. Ach, ja. Live. Nee, nicht jetzt. Live? Nein, ich kann aber jetzt dann nicht. Ich bin nicht bereit. Okay. Nee, aber wirklich jetzt. Also die Leute, die hier so auf der Bühne sind, ja, die haben echt gutes Programm gemacht. Ja. War immer geil, ja. Und vor allen Dingen war es durchweg. Positiv. Unterhaltsam. Positiv, unterhaltsam, deutscher Content. Viele, viele Gesichter auch aus der deutschen Twitch-Szene, die dann immer hier gezeigt haben, was sie können. Ja. Ja, und was gegamed haben oder was nicht gegamed haben. So, das ist schon, war schon geil. Ja. Also mein Vorschlag an Twitch wäre Gamescom, weil da ist immer viel englischer Content immer am Anfang, ne? Und dann kommt so erst am letzten Tag oder so. Mhm. Vielleicht einfach mal zwei Bühnen aufbauen für Englischen und für Deutschen. So Twitch.de und Twitch. Nee, das nicht. Weißt du warum? Nee. Weil Twitch nicht... Nee. Das Trennen ist scheiße. Meinst weil du? Trennen... Ja. Das ist ja, wir sind Twitch, so, we are Twitch, du kennst das Shirt, so, das würde ich nicht trennen, ich würde einfach nur mir, wenn du, um da anzuschließen, einfach mehr deutscher Content rein, einfach mehr deutscher Content. Oder so, genau. Ja, aber die Gamescom ist halt so international, dass es wahrscheinlich nicht zu vermeiden wird, dass du, ich hatte ja letztes Jahr immer mal einen den Portugiesen neben mir, der bei Intel da gestreamt hat, und das war ja auch in der Twitch-Streaming-Zone, so, das war einfach so multinational. Ich glaube nicht, dass man das trennen sollte. Das halte absolut ich für eine gute Idee. Ich würde sogar eher sagen, vielleicht Streamer zusammenhocken, so international. Deutsch mit Dings mischen. Ja. Das wäre doch mega cool. Hm. Also ich meine, mit Future Man mal auf der Couch sitzen. Oh Gott, Alter. Das wäre mein Stelle. Fanboy-Moment. Hm. Ja. Gar nicht gesagt. Mit Future Man irgendwas machen? Und Sieg. Mein Fanboy-Moment. Also, letztens hat mich jemand gefragt, bei was würde ich noch fangirlen? Ich glaube, bei Future Man Gaming würde ich fangirlen. Bei Dance Gaming. Nee, da würde ich nicht fangirlen, da würde ich einfach nur einen Geschreikrampf kriegen. Aber bei Futureman Gaming würde ich, ich habe deinen Stream gesehen und du hast diesen einen, oh, das war total toll von dir und ich habe dein T-Shirt gekauft. Und das wäre so mein Futureman Gaming Moment. Hattet ihr so einen Fangirly Moment hier? Hier? Ja? Ich? Ja, wenn du hast ja gerade. Hattest du einen? War Futureman da? Nee. Oh. Aber Fischkopf klingt so ähnlich. Ja, Fischkopf ist aber immer fantastisch. Das ist... Dieses, vor dem habe ich Respekt, ey. Was der da in seinem Stream abliefert. Das ist ein Showman. Mhm. Das ist ein richtiger Showman. Oh. Ich liebe diesen Typen. Hm. Ich mache so gern was mit dem. Das ist... Ah. Ja. Aber das ist kein Fangirl-Moment. Nee. Das ist Liebe. Ja gut. Ja. Für mich ist das ein Fangirl-Moment. Okay. Hattest du einen? Mit Fischi? Nee. Also. Nee, das will ich nicht. Ich box nicht nachher. Wow. Ja, man muss die Fronten klären. Wir sitzen uns jetzt hier nebeneinander, ne? Pass auf, sicher. Die Couch vibriert. Ach so, Entschuldigung, ja. Wir sind ja zwei Schwergewichte. Vielleicht hätten wir das anders, Gewichtsverteilung anders machen sollen. Danke. Bitte, ey, ich bin auch nicht der. Ich glaub, ja, ich aber mehr wir müssen doch nicht die dicken Witze provozieren. Wieso? Wir müssen uns doch mal selber durch den Kakao ziehen. Das mache ich schon so genug, da muss ich nicht noch selber dicken Witze erzählen. Okay, Sali? Fast bei jedem. Echt? Immer. Ja. Ich habe mich über jeden so sehr gefreut, sie endlich hier zu sehen. Das ist Raubling, Biberbrüder, dann viele, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Das ist, ich war eigentlich die ganze Zeit immer nur so, ey, ey. Und was dann, was einem selber so als sehr junge Streamerin oder junge Partnerin halt echt toll ist, ist dann, wenn man von jemandem selbst so begeistert ist und so der dann zu dir kommt und sagt, Mensch, ist aber toll, dich zu sehen. Ich bin schon ganz lange bei dir und lurk da immer. Das war meine Lieblingsantwort übrigens auf der Dreamhack. Ich lurk bei dir. Okay, danke. Cool. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch immer krass finde. Ich glaube, das ist jedes Mal geil, wenn du bist, also ich stand auf der Party beispielsweise gestern und dann kennt ihr diesen Dude, der mit der Don King Frisur? Ja. Der sich mit Strohhaaren, der kam zu mir und hat gesagt, Alter, du ja, du. Deine Frisur ist kacke, meine Übergeil, Beine. Übergeil, hat er gesagt. Er war ein bisschen, aber übergeil. Und ich so, ey, Don King,
Represent. Grüße gehen raus, der sitzt, ich weiß nicht, wo er ist, aber Represent, das war die übelste Geil. Also erstmal, die Frisur ist mega. Oh Gott, wen haben wir hier? Es krabbelt. Geil. Nix da. Es krabbelt. Du hast hinter der Couch gelegen? Ey, was hast du gepennt oder was? So. Hast du eingeschlafen? Oh Mann, hey. Was ist los? Was macht ihr die ganze Zeit hier? Ey, du hast ein bisschen verschlafen, jetzt schon vor 10 Minuten hier sind. Spät. Ich gerade sagen, wie spät haben wir's? Na, schon 10 nach. Wir haben 10 nach schon. Das gibt's doch gar nicht. Tut mir leid, ich hab ein bisschen verschlafen. Geht's euch gut? Oh. Vorsicht. Ich glaube, ich habe gerade. Oh, ja, nee, alles in Ordnung. Ich habe eine Wasserflasche umgedreht. Es brennt nicht mehr. Ich hab bloß auch Kerosin. Kinder, habt ihr Spaß? Nee. Achso, doch. Wir haben gerade darüber gesprochen, so über unsere Fangirl-Momente. Hattest du die Dreamhack ein? Diese Dreamhack ein? Mich selber fangirl ich relativ regelmäßig, weil ich finde mich kein super Wunder. Toll. Ja. Ja, also du kannst schon Nix Starboy nicht ohne Depp. Nix Starboy kann man nicht ohne Depp schreiben. ich weiß nicht, es gab auf jeden Fall ein paar Momente, ein paar Leute habe ich mich gefreut. Ich hatte, tatsächlich hatte ich meinen größten Fanboy-Moment mit einem Fangirl, und zwar war sie so aufgeregt, Almost Prom Queen, die war so aufgeregt, die hat mich zum allerersten Mal, ich stand hier vorne vor der Bühne und das hat mir so das Herz erwärmt, so jemanden zu sehen, der so herzenslieb, sich so freut und so aufgeregt war und man, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir nicht reden könnten oder sowas, wir haben total viel gequatscht und es war echt cool, jemanden aus der Community kennenzulernen, den man so lange irgendwie schon aus dem Chat kennt und von allem anderen, und ich dachte mir auch so, hey, wir schreiben doch eigentlich relativ viel oder wir schreiben im Discord, wir sehen uns im Stream so, also gesprochen hat man mal halt im Internet, deswegen war es so witzig, dass dann so eine aufgeregte Stimmung war. Das war richtig, richtig toll. Also das war, glaube ich, so mein favorite Fanboy-Moment. Ich war Fanboy von Fangirl. Ich habe das auch gehabt. Ich habe Herrn Zielinski getroffen. Das ist bei uns, wir fahren ja auf dem Schiff, bei uns, die Bumsboje übrigens, lustiger Name. Die Bumsboje. Ja, und der Quartiermeister, also wir verteilen auch so ein paar Titel, und der Quartiermeister war da. Oh. Der ist schon seit 3 Jahren da, und den habe ich noch nie gesehen, nie gesprochen, und dann stand er gestern da mit seinen Keulen so, weil er ist ein bisschen breiter, und dann, ich bin da, was ist los, komm schnell. Ich bin jetzt da, so ungefähr stand er da, und dann stehst du so und schmeißt dein Headset weg und rennst zu ihm hin. Das war geil. Das war auf jeden Fall schön, ey. Nee, ich fand das Event total nice. Also es war wirklich nochmal ein großer Unterschied zu letztem Jahr. Also ich habe natürlich auch ganz andere Sachen gemacht, würde ich mir schon nicht gehen. Ja. Wie fand ihr das ansonsten so von, je öfter man so ein Event mitmacht, desto mehr, ne, man kennt Twitch-Lounge so, man ist nicht mehr so dieses Kind, was am ersten, so dein erstes Weihnachten, was du als Kind wahrnimmst, ist halt immer mega krass. Und je öfter Weihnachten passiert, ist halt irgendwann so, ja, Mama, hier ist dein scheiß Geschenk, ist okay, ist zum Essen. Hier ist dein scheiß Geschenk. Schlaf jetzt. Wie ist das für euch so? Habt ihr das Gefühl, ihr verliert so ein bisschen manchmal den Reiz dran, oder so schafft ihr es euch, diese kindliche Freude zu bewahren? Weil es ist halt mega geil. Wir kommen hier hin, es gibt Essen, es gibt Kaffee, wir werden hier von Twitch vollgepumpt mit allem so, es ist alles richtig geil. Bewahrt ihr euch diese Begeisterung? Warum lachst du? Nichts. Es ist ja so. Sex, Drogen, alles. Sex, Drogen, alles. Das eskaliert auch viel. Alles, also, einfach auf alles. Partys, Sex, Drogen, alles, Mann. Alles. Traubenzucker, nonstop. Damit wir immer gut drauf sind. Ja. Ja. Also, geht's euch, seid ihr doch begeistert? Freut euch immer noch drüber? Für mein erstes Mal. Genau. Oh, okay. Und denkt gleich auf Twitch-Bühne. Tja. Wie ist das so? Ich habe mich an den Leech King geleecht. Okay. Mhm. Hat er den Patent gegeben? Es ist aufregend. Also, ich war sehr nervös. Ich war schon die ganze Woche über sehr nervös, weil ich so viele Leute treffen werde und dann am Ende auch noch hier sitzen darf. Und das ist schon, es ist wow. Es ist sehr viel in diesen 3 Tagen. Habe ich schon gesagt, dass ich Twitch liebe. Ja. Das ist vielleicht mein größter Fangirl. Twitch. Der Partnerstatus ist unwiderrufbar, du musst nicht. Das ist so toll. Naja. Ja. Ich bin da ehrlich, ja, doch. Ja, wenn nichts passiert. Das war mein größter Fangirl-Modus. Oh. Ja, ist so. So viel Liebe, sehr viel Liebe. Wie geht's dir damit? Ist ja auch mein erstes Mal. Ja, tat gar nicht so weh, wie ich dachte. Schön nochmal auf die Schulter. Schön ein bisschen gentle. Ja, das ist doch was Tolles. Ja. Was Tolles. Aber war schön, dass hier so gechillt ist und gepimmelt. Rumgepimmelt, was? Genau. Dass hier rumgepimmelt wird. Ganz genau. Wie genau. Die so kenne ich dich gar nicht. Nein, aber wir haben eben gerade uns darauf geeinigt, dass wir das Wort rumpimmeln und pimmeln wieder zurückbringen. Rumdödeln finde ich auch super geil. Rumdödeln? Rumdödeln. Hat ein bisschen was von Kirmes. An sich Dödel ist einfach ein geiles Wort für Penis. Ja. Alter Dödel, Junge. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber hast du nicht... Okay. Dödeln halt. Ja. Das meine ich ja. Habt ihr euch denn so ein bisschen gefunden in diesem Gespräch? Gab es Momente, wo ihr dachtet, oh, stay...
Das ist eigentlich mit jedem Gespräch. Oh, come on, ey. Warum ich? Was habe ich getan? Weil das mit uns funktioniert. Ich kann dir das einfach sagen und wir lachen darüber. Ich lache über alles. Ja, deswegen. Wir lachen halt über so einen Quatsch. Ich kann doch jetzt nicht auf Salis Stimme die ganze Zeit rumreiten. Also nehme ich dich. Fertig. Reit halt auf mir rum. Ja. Habt ihr schon Zukunftspläne für die nächste Dreamhack angestellt oder für die nächsten Events, wenn ihr mit Stadtisch schon ein bisschen rumgemalt, was Hotel das aussehen soll? Hotel ist schon gebucht. Habe ich heute beim Auschecken gesagt, ich komme nächstes Mal wieder, mach gleich mal klar. Gleiches Zimmer, gleiches Bett, bitte einfach gleich beziehen. Müsst ihr nichts dran ändern, so lasst einfach so, wie es ist. Lass stehen, ich komme wieder. Alles gut. Die Dizzy Suite. Ja. Das wäre auf jeden Fall ein Deluxe Move. Was ist denn für euch das nächste, habt ihr schon irgendwas, also wirklich auf dem Plan? Fantasy Basel. Die Fantasy Basel ist als nächstes, die ist genau dann. Ja, dann bin ich auch. Das habe ich schon gelesen, aber kann ich leider nicht. Ich glaube, die ist in Basel, oder? Die ist in Basel. Wie kommst du bloß darauf? No. Aber ich glaube, da bin ich auch mit dir, ja. Die Fantasy Basel. Ja. Ist übrigens auch sehr schön. Was in der Schweiz, ja. Was in der Schweiz. Hängt davon ab, welches ESL. Also normalerweise sind ja zwischen diesen Dreamhack und Gamescom Sachen immer ein paar ESL-Events. Meisterschaften oder ESL One oder so war ja immer mal dazwischen. Mhm. Das wird wahrscheinlich dann das nächste sein, wenn irgendwas kommt, aber ich habe nichts auf dem Plan. Okay. Also bis dahin, Hose aus. Hose aus und ran an den Rechner. Fernsehen an. Let's go. Was ist denn? Tschüss. Hallo. Tschüss, Fischi. Tschüss. Der Fischkopf verabschiedet sich gerade nochmal live hier on stream. Kann man da, die Ukulele was eingepackt. Was sagt er immer, wenn irgendwer Hallamann hat? War das nicht das mit diesem AM und ja, Hamana? Nee, das war. Achso, nee. Weiß nicht, der hat irgendeinen komischen Shortcut, den ich nicht verstehe. Oh, er kommt. Er kommt zurück. Jetzt extra sagt er es nochmal. Wie heißt das? Okay, das ist schön, aber ich zähle sowieso nicht dazu, du hättest gewonnen, du wärst der Sieger. Wir wollten dich eigentlich gleich zum Sieger krönen, aber dann, wenn du jetzt gehst, dann können wir dich nicht zum Sieger krönen. Ja, dann bin ich ja der Sieger, oder? Dann bist du der Sieger, ja. Ja. Du nimmst den Preis Ich nehme den Preis stellvertretend an. Wir sehen uns ja eh gleich. Ja, so, demnächst mal. Ja. Ado macht sich auf jeden Fall langsam auf den Weg. Der beste Devil-Egger-Spieler der Welt, meine Freunde. Sven Gnürgenbürgen. Aber nur, weil ich das nicht ausprobiert habe. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Willst du nochmal? Nee. Okay. Ich muss hier nichts beweisen. Du kannst nichts mehr beweisen. Du weißt aber schon, dass zwei Knöpfe auf einer Tastatur werden, dann wärst du im Game. Aber wir müssen es nicht machen. Ich habe da die coolste Savage-Attitude. Oh, okay. Oh. Du bist generell so der coolste auf Twitch, oder? Siehst du dich schon, oder? Da siehst du dich schon. Du kannst mich mal nicht. Ach komm. Ach Marcel. Was denn? Ach komm, habt ihr doch nicht. Aber heute kriegt er wirklich richtig sein Fett weg. Ey, schon mal Assange. Schüsse. Ey, ich muss sagen, ihr habt das. Also allgemein, jeder, der mit dem ich so umgehe, der hat das sehr gut. Hat es sehr gut hingekriegt, meine Art und Weise auszuhebeln. Mhm. Also einfach nicht darauf zu geben. Also schlussendlich sind wir alle irgendwie Freunde so. Ja. Also, und das ist schon. Naja. Ist schon okay. Ja. ein bisschen. So. Also, man kennt sich halt, ne? Man ist halt auf einer Augenhöhe. Ja, und das ist darum, finde ich, also war für mich besser als letztes Jahr. Warst du das auch mal in Schuss, Chris? Oder? Nee, letztes Jahr habe ich generell nur gefeuert. Und dann hat mich Fischi mit einem Salzpackung beworfen. Hat er? Hat er wirklich. Hat mich voll getroffen. War ein Kieselsteine drin? Das war so ein Kilo. Ja. Kilo Salz. An den Kopf geworfen. Das war merkwürdig. Nee, die Entwicklung war auf jeden Fall eine schöne, muss man sagen, so von letztem zu diesem Jahr. Ich bin gespannt, was daraus nächstes Jahr wird, wenn es halt wirklich so weitergeht, Leute. Ja. Dann hebt das Raumschiff bald ab. Ja. Ich wollte dich gerade fragen, wie war es für dich? Ey, der Hammer. Also von mir war es von vornherein klar, als Simon quasi auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hier Niklas, die Twitch-Bühne, Amazon und bla, weißt du was, du regelst das. Du hostest das. Und dann haben wir uns schon vor 2-3 Wochen, wir haben den stereotypischsten Hipster-Berlin-Tag aller Zeiten gemacht. Wir sind um 10 sind wir in so ein Café gefahren, Simon mit seinem MacBook, dann haben wir uns da gesessen in diesem Café. War Starbucks? Nee, Starbucks ist nicht Hipster. Starbucks ist super out. Das muss dann so ein ganz abgeranzter Laden sein, dem wo es auch Farbe Burger riecht. Gibt. Nee, gibt's keine Burger, gibt's nur Kaffee, aber sehr geilen Kaffee. Der Kaffee da ist der Hammer gewesen. Richtig leckeren Kaffee getrunken und dann so in unserem Meeting über 5 Stunden diese Sendung hier konzipiert, über 3 Tage hinweg oder noch. Dann haben wir uns kreativ abgesprochen und ergänzt. War total geil, weil normalerweise wirst du als Moderator bei dem Event auf die Bühne gesetzt und dann stellt man jemanden neben dich und sagt so, hier, ihr habt 2 Minuten, go. Und als Kamera, du bist so, guten Tag. Hi. Sie haben Nasenhaare, warum? Und dann redet man halt über irgendein Thema für 2 Minuten. Oh, an der Stelle. Ich hätte sie jetzt gesagt. Warum?
weil ich ein haariger Typ bin. Ah, ja, das ist man auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, also ne, als Moderator hat man häufig nicht so viel kreativen Einfluss auf das Event. Und da Simon und ich sehr, sehr gut befreundet sind, hat das sehr, sehr gut interagiert. Simon, der alle Menschen der Welt kennt, wirklich alle. Ich glaube, Simon kennt jeden. Und ich, der, keine Ahnung, keinen kennt. Keinen kennt, aber ja, ab und zu mal ganz, also der ab und zu viel redet. So wie jetzt auch. Ja, das war auf jeden Fall geil, das zu planen. Und dann, als das Event, es war die ganze Zeit gehypt, ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut. Und jetzt ist es vorbei und jetzt ist es so, es ist toll. Es ist wir haben dich vorhin gelobt. Ja, übrigens. Und ich möchte das jetzt, das während du hier gerade auf der Bühne bist. Gar nicht gehört. Das habe ich nicht, ja. Ich habe geschlafen, habe mich aber sehr gebraucht. Also ich würde nochmal Applaus für dich verlangen wollen. Ja, auf jeden Fall. Also da können wir nochmal... Dankeschön. Ihr seid sehr lieb. Ich wundere mich, wie du noch eine Stimme haben kannst nach 3 Tagen jetzt Dauergequatsch. Sprachtraining. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Geheimnis. Das kann ich leider nicht verraten. Das ist Logopäden. Das ist ja, als wenn du die Geheimzutat von Coca-Cola verraten würdest, dann würden es alle machen. Und dann vielleicht können wir darüber mal hin. Das wäre echt toll. Viel Wasser trinken, immer hydriert bleiben. Wirklich viel Wasser. Ich habe auch gestern auf der Party sau viel Wasser getrunken. Und getanzt hast du. Du hast also sau viel Wasser getrunken? Bitte? Entschuldigung. Auf jeden Fall. Nee, war ein schönes Event. Ich glaube, für mich paradiesisch, so diese Zustände hier auf dem Sofa zu hängen und mit euch zu quatschen oder mit sonst wem zu quatschen, Videogames zu zocken. Ich kann es nur öfters wiederholen. So, es war ein schönes Event und ich hoffe, ihr draußen habt auch mega Bock bekommen auf die DreamHack oder generell auf Events, wo Twitch passiert, weil da, wo Twitch passiert, passiert Liebe. Da, wo Liebe passiert, ist sogar ein Stay für Umarmungen bereit. Der große Salzlord. Fangt heute an zu streamen. Fangt heute, eröffnet euren Account, schreibt jede Menge Emotes, selbst ansonsten in den Chat. Ja, es ist toll. Auch ein großes Dankeschön an euch, die zugeschaut haben, muss man ja an der Stelle einfach mal sagen. Wir haben auch gleich auf jeden Fall noch ein kleines Segment, wo wir nochmal quatschen. Aber ja, das Community ist natürlich das Schlagwort so auch. Die ist auch so geil. So. Das ist ja, was geht denn ab? Was ist denn los? Es war mega gestern. Ja. Es war dieser Haufen von Menschen und du hast einfach bis zu ihm hingegangen, Shake Hands und dann... Nee, es sind noch keine Arschlöcher dabei, also... Ausnahmen bestätigen die Regel, ja. Hau rein. Nein, ich weiß ja, dass du das gut abkannst. Ich weiß ja, dass der Stay Seitenhiebe verträgt. Der ist ein großer Junge. Ja. Der ist auf jeden Fall ein großer Junge. Oh, jetzt haben sie... Nee. Okay. Danke. Möchte ich dir noch abschließend sagen? Hast du noch ein kleines Abschiedsplädoyer? Natürlich. Also, Dankeschön möchte ich sagen an alle. Vor allem an die, die das hier alles organisiert haben. An dich, an Simon, an die Engländer, an ganz Twitch. An die Dreamhack. War eine geile Erfahrung. Ja, es war toll. Nächstes Jahr bitte, 5 von 7. Wieder gerne. 5 von 7? Ja. Das ist eine starke Bewertung. Ja. Das ist eine richtig starke Bewertung. Da fehlen noch ein paar Punkte. Ja. Also, nächstes Jahr. Für die 10. Nächstes Jahr. Ja. Gibt es 8 von 7. Sehr, sehr gut. Ja. Ich bin verliebt. Ich möchte nächstes Jahr wieder herkommen. Es war toll. Und dann diese Toiletten. Geh weg. Oh, diese Toiletten. Geh weg. Ich komme nächstes Jahr nur wegen den Toiletten hier. Sie waren so gut. Die Dreamhack ist toll. Das Gute ist, von Berlin aus ist es ja nicht so weit weg. Das heißt, ich kann auch mal, wenn ich mal muss, dann fahre ich einfach mit dem Zug runter. Ja. Ganz flott. Ich habe jetzt so ein kleines Gefühl, in 2 Stunden könnte es losgehen. Vorne an der Info, also Salista auf Twitch hat gesagt, die hier sind gut. Kann ich hier mal kurz, ich muss mal eben fix auf Toilette, geht das? Ja. Das kann man nicht immer so sagen. Ist so. Ich persönlich möchte den Leuten hinter den Kulissen danken. Ja, ich glaube, die kommen da, halt original da. Wenn ich da jetzt noch ein bisschen weiter reinstehe, dann kratzt dem Regisseur an der Nase. Ja. Oder Simon, ne? Den kratze ich hier ein bisschen. Aber genau diesen Menschen müsste man danken, weil wir danken immer nur allen so vor der Kamera, aber auch die 3 Jungs, die Kameras schmeißen, die ganzen Leute, die Messe organisiert haben, die Stände. Es war geil. Weißt du, während ich nämlich im Back hier hinten in der Lounge hänge, Kaffee trinke und mir von allen sagen lasse, was für einen geilen Job ich mache, stehen die Jungs die ganze Zeit auf der Bühne. Eben. Da muss man auch mal einen Applaus geben. Wollte ich gerade sagen. Und auch mal die Regie, die sitzt da und hört das dumpfe Gelaber an von irgendwelchen Videospielmenschen. Unfassbar. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Also, man kann sie gar nicht genug Danke sagen eigentlich. Und die Catering da. Oh ja. Holy moly, sind die nett. 3 Tage nett. Und die Empfangsladies, die... Und die auch, ja. 12 Stunden stehen die Mädels da. Ich möchte die Dudes grüßen, die hier mit dem Monitor auf dem Rücken über die Dynamik laufen. Die sind richtig krass. Und die möchte ich grüßen. Ja. Die Security. The real MVP. Damit habe ich hab gesagt, lohnt es sich das? Und er hat gesagt, nee. Und ich so, alles klar. Bro. Ich möchte, dass er anonym bleibt, nicht, dass er Ärger kriegt, aber... Das war der mit den Haaren, glaube ich. To the heart, bro, to the heart. Das klingt alles wunderschön. Also, meine Freunde, wir sind damit auch mit diesem Plankenschlag am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns dieses Programm auf dieser Bühne beschert habt. Danke fürs Einladen.
Gar kein Problem, das hat der Simon gemacht, ne? Der kennt euch ja. Keine Ahnung, was hier gerade passiert. Gut, alles klar, Leute. Ich war für mich erstmal in einer klitzekleine Pause. Gleich bin ich nochmal da mit dem Now Simon, also mit dem Simon von Twitch, mit dem das alles geplant wurde. Wir krönen den Devil Diggers Champion, mich, und werden noch ein bisschen Towerfall Ascension zocken. Und zwar ein bisschen, zocken wir ein bisschen Legendary Mode Koop durch. Das wird geil. Also wir chillen nochmal, quatschen über die Dreamhack und dann sind wir auch in einem ganz gemütlichen Ausklang dieses wunderschönen Sonntages. Bleibt auf jeden Fall dran. Tag des PogChamps nicht vergessen. Jetzt zum Abschluss alle nochmal einen PogChamp machen, dann können wir, dann gehen wir in die Pause. Tschüss.